Hallo zusammen, da bin ich wieder und heute geht's wieder ins Studio. Ja, ich weiß, darauf freut ihr euch immer ganz besonders. Ihr begleitet mich jetzt bei einem Bizeps-Training. Also, Bizeps-Training von vor 4, 5 Jahren. Könnt ihr mal gucken, sehe ich da eigentlich noch genauso aus wie damals? Wir fangen an mit der beliebten Übung. Nämlich mit dem Bizeps. Sonst fange ich immer mit dem Trizeps an, aber mein Trizeps ist noch ein bisschen angegriffen. Und deswegen gebe ich mir heute mal den Bizeps zuerst. Wir fangen an mit ein paar Aufwärmsätzen. Ich fange an mit SZ-Curls, so wie wir es im Trainingsplan besprochen haben, und wärme mich mit nur 20 Kilo auf. Aufwärmsätzen müsst ihr nicht sparen, denn da soll richtig schön viel Blut in den Muskel, damit auch bloß nichts passiert. Ich mache meistens 2 bis teilweise sogar 4 Aufwärmsätze. Hängt ganz davon ab, in welchem Wiederholungsbereich ich trainiere. Wenn ich jetzt mit schweren Gewichten anfangen würde, 6 bis 8 Wiederholungen, würde ich definitiv 4 Aufwärmsätze machen. Definitiv. Mit 20, 30 Wiederholungen vielleicht sogar. Wenn man mit höheren Wiederholungen anfängt, 10 oder 12, reichen auch 2 bis 3 Aufwärmsätze. So, erster richtiger Satz. Folgen jetzt noch 2 weitere. Ihr habt gesehen, ich habe schon eine Intensitätstechnik gerade angewandt. Ich habe ganz kurz pausiert, nochmal Luft geholt und dann erst die letzte Wiederholung gemacht und dadurch noch eine geschafft. Wird aber markiert als eine Zusatzwiederholung mit Pausenzeit. Mittlerweile beim dritten Satz angelangt. Die Gewichte werden jetzt nochmal abgesenkt, sodass ich die Wiederholungszahl schaffe, die ich schaffen möchte. Das mache ich mittlerweile nur noch mit 12 Kilo. Da ist schon ordentlich Blut im Muskel. Meine schöne kleine Kerbe kommt hier wieder raus. Und danach ist es nur noch eine Übung. Wir haben es geschafft. Dann haben wir alle 3 Übungen mit jeweils 3 Sätzen. Obwohl ich das Gefühl habe, das würde jetzt schon reichen. We'll be right back.
Ganz zum Schluss tut es nochmal richtig weh. Ihr seht, wenn ich mich hier hinlege, mache ich ein Hohlkreuz, um nochmal eine richtige Bizepsdehnung dort reinzubekommen. Umso weniger ihr das macht, umso weiter ihr mit den Schultern und mit der Brust nach vorne geht und die Bauchmuskeln anspannt, desto eher, seht ihr, kommt ihr mit den Oberarmen wieder zu einem parallelen Zustand zum Oberkörper. Deswegen Rücken raus, Arme richtig weit nach hinten, um die Dehnung zu spüren. Ganz runtergehen, ruhig einmal den Trizeps anspannen im untersten Punkt und strecken. Und dann wieder ganz hoch. Jetzt kommen wir zur dritten Übung. Ich habe mich entschieden, statt drei Sätze zu machen, zwei Supersätze anzuhängen. Und zwar, ich gehe nicht auf die Squatbank, sondern ich möchte nochmal Seilcurls machen im Hammergriff, um den Brachialis ein bisschen mehr zu betonen. Und das Ganze eben im Supersatz. Zwei Stück davon und dann reicht das Ganze auch. Letzter Satz, Hardcore. Letzter Satz für mich. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr wart mit mir im Studio und beim nächsten Mal seid ihr es direkt wieder. Nur natürlich für den Trizeps. Also, abonnieren, um das nicht zu verpassen. Ansonsten kommentiert mir das ganz gerne und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr sowas Ähnliches sehen wollt. Inspiration ist immer gefragt. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.